So ist Rainer das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen heute über den Bericht zur Ernährungspolitik, aber auch über die Anträge für verlässliche Rahmenbedingungen für vegane und vegetarische Lebensmittel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind alle darauf angewiesen, dass wir sichere und hochwertige Lebensmittel bekommen. Und zu Recht können die Verbraucherinnen und Verbraucher erwarten, dass die Lebensmittel in Deutschland sicher und gesundheitlich unbedenklich sind. Die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten und immer weiter zu verbessern, ist ein ständiger Prozess. Und wenn wir das vergangene Jahrzehnt anschauen, dann stellen wir fest, dass die Regelungen und Kontrollen zur Lebensmittelsicherheit deutlich erweitert und verbessert wurden. Und lieber Herr Kollege Grischer, ich verstehe es nicht ganz, wenn Sie von einer Riesenbaustelle sprechen. Und ich verstehe auch nicht ganz, wenn Sie erwähnen, dass im Ernährungsbericht nichts vom Trinkwasser drin steht. Es steht selbstverständlich auf Seite 10 ganz unten, wenn Sie bitte nachschauen wollen, dass 99% aller Proben die gesetzlichen, Parameter zur Trinkwasserqualität einhalten und bei den meisten Proben sogar über 99,9%. Also ich denke, man sollte hier die Kirche im Dorf lassen. Ebenso sollten wir auch nicht unerwähnt lassen, dass die Lebensmittel in Deutschland und in den restlichen EU-Staaten so sicher waren wie noch nie, wobei ich auch dazu füge, man kann die Nuancen immer noch verbessern. In diesem Zusammenhang muss man auch erwähnen, dass die großen Herausforderungen darin bestehen, diese Standards weiterhin auf diesem hohen Niveau zu halten. Unsere Verbraucher wollen diese hohen Standards. Sie wollen hochwertige, nachhaltige, sichere, auch ökologisch und regional produzierte Lebensmittel. Und dies genau zu gewährleisten, ist auch unter anderem unsere Aufgabe, vor allem nach dem Grundsatz von Klarheit und Wahrheit, ist es nur folgerichtig, dass man vegane und vegetarische Lebensmittel auch dementsprechend kennzeichnet. Dies ist mittlerweile ein sehr attraktiver, für manche Unternehmen auch ein lukrativer Markt geworden. Deshalb wird gerade in diesem Marktsegment ordentlich investiert und auch die Produktpalette erweitert. Hierbei stoßen wir auf Grenzen deshalb, weil wir verschiedene Definitionen vom Begriff vegan und vegetarisch haben. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn vorhin über Veggie-Schnitzel, Veggie-Wurst gesprochen worden ist, habe ich da ein Stück weit Verständnis, aber nur ein Stück weit. Also für mich als Metzgermeister mit meinem beruflichen Hintergrund besteht Wurst aus Fleisch. Und besteht auch ein Schnitzel als ein dementsprechenden tierischen Produkt. Und gerade deshalb, man kann sich da tunlichst aufregen, und gerade deshalb, meine Damen und Herren, denke ich, ist es unglaublich wichtig, wenn vorne Veggie draufsteht, dann muss man das auch klar und deutlich kennzeichnen, aus was dieser Brotbelag, meinetwegen, wie er dann auch heißen mag, entstehen kann. Ich will nichts verbieten, die Verbotspartei sind die Grünen, wie Sie das gerade gesagt haben. Wir wollen nichts verbieten, wir wollen nur eine klare Kennzeichnung, damit auch die Veganer und Vegetarier wissen, was sie am Ende der Tage essen. Und das steht Ihnen natürlich sehr wohl zu. Herr Kollege, lassen Sie noch eine Zwischenfrage der Kollegin Maisch zu. Ja, sehr gerne. Danke, Herr Kollege, dass Sie meine Zwischenfrage zulassen. Ich möchte Sie nicht nur als Kollege, sondern auch in Ihrer Eigenschaft als Handwerksmeister fragen. Wir hatten im Ausschuss ja die Diskussion zu Klarheit und Wahrheit bei den Nährwertangaben von handwerklich hergestellten Produkten. Und es geht Ihnen sicher wie uns, dass Sie viele Briefe von Metzgern und Bäckern bekommen, die überhaupt nicht wissen, ob sie in Zukunft auf ihre verpackte Ware jetzt Kalorien-, Fett- und Zuckerangaben draufschreiben sollen oder nicht und in welcher Art und Weise das geschehen soll. Und im Ausschuss konnte uns ja nicht so genau erklären,
geklärt werden, was in Zukunft als Handwerksbetrieb in diesem Bereich gilt oder nicht. Und deshalb wollte ich Sie fragen, ob Sie mittlerweile, Sie sind ja Mitglied der Regierungskoalition, da klarer sehen und vielleicht an dieser Stelle auch den Handwerksbetrieben in Deutschland Klarheit und Wahrheit über ihre zukünftigen Pflichten geben können. Sehr verehrte Frau Kollegin, das ist natürlich eine schwierige Situation, gerade für die Handwerksbetriebe, die sich ja in einer Größenordnung befinden von wenigen Mitarbeitern bis zu mehreren Mitarbeitern und die auch aufgestellt sind in einer, sage ich mal, Chef, Chefin, ein, zwei Mitarbeiter bis zu einer Abteilung, die diese Kennzeichnung macht. Ich denke, wir sind uns einig, dass wir auch eine Kennzeichnung in dieser Form wollen. Nur wo wir eine Begrenzung finden, bei welcher Größe von vorverpackten Lebensmitteln, da sind wir uns noch nicht einig. Und das ist ja auch das Problem der Handwerksbetriebe. Wir gehen hier auch zum kleinen Abhofvermarkter, der vorverpackte Produkte herstellt. Also das in eine Schiene zu packen, denke ich, ist die Schwierigkeit. Aber ich bin völlig bei Ihnen, wenn wir eine Nährwertkennzeichnung auf alle Konserven und vorverpackte Produkte brauchen. Es muss nur so sein, dass es halt machbar ist und am Ende der Tage auch lesbar ist. Danke. Nein, ist noch nicht geregelt. Ist noch nicht geregelt, aber wir werden eine Regelung finden, Herr Kollege. Und meine Damen und Herren, wenn in der Ausgabe der Stiftung Warentest und von Ökotest nachzulesen ist, dass teilweise in veganen Produkten tierische Zusätze mit dabei waren, dann geht das so auch nicht. Das muss bei dieser Kennzeichnung selbstverständlich auch mit geregelt werden. Da denke ich, sind wir uns alle einig. Und bei dieser Diskussion bitte ich auch, und da ist auch die Deutsche Lebensmittelbuchkommission in der Pflicht, hier vernünftige und verständliche Beschreibungen zu liefern, vor allem von veganen und vegetarischen Lebensmitteln. Ich bin aber auch überzeugt, dass das in nächster Zukunft auch passieren wird. Ich erwarte diese Kennzeichnung, ich erwarte aber auch eine Kennzeichnung, die lesbar ist für den Verbraucher und die durchsetzbar ist, auch für die Produzenten. Natürlich wissen wir, dass gerade bei diesen vegetarischen und veganen Produkten die handwerkliche Produktion sehr gering ist, dass hier eher die industrielle Produktion stattfindet. Deshalb kann hier eine Kennzeichnung unter kleineren Problemen stattfinden. Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend heute noch sagen, ich wünsche Ihnen allen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest für das neue Jahr. Alles erdenklich Gute, viel Glück, aber vor allem viel Gesundheit. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Janine Flugrath für die SPD-Fraktion.